Ja, hallo ihr Lieben. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2011. Da war ich noch ein bisschen jünger. Ich war ungefähr, ach, was weiß ich, wie alt ich da war. Ich war auf jeden Fall schon volljährig, ja. Ich konnte meinen Namen auch schon schreiben, in Schreibschrift sogar. Und habe zu der Zeit gerne alle Arten von Drogen genommen, die ich irgendwie in die Finger bekommen habe. War da in Substitution schon. Ich habe zu der Zeit auch des Öfteren mal Benzos genommen. Speed, Koks, Pillen aller Art. Und das war eben ein Tag, wo ich mir mal wieder Pep holen wollte, Amphetamin, Speed. Und da bin ich zu einem Kumpel gefahren, der mir immer was besorgt hat, und zwar über einen Dritten wiederum, der, also bin mit dem Rad immer zu dem gefahren, also eine kleine Tour, vielleicht 10 Minuten oder so. Von ihm aus sind wir dann zu zweit weitergefahren, nochmal so 10 Minuten, zu einem anderen, den ich aber nicht kannte, wo ich halt nicht hingehen konnte, und da hat er mir dann immer was geholt, und dafür habe ich ihn dann, weiß ich nicht, ich glaube, da habe ich ihm dann immer ein paar Benzos dafür geschenkt oder so. Also war halt so eine, so unser Business, was wir da gemacht haben. Und an dem Tag sind wir auch wieder da hingefahren zum Speed holen. Habe ich ihn abgeholt, dann sind wir weitergefahren und so kurz reingegangen, wieder rausgekommen. Und ich habe es mir noch gedacht, als er es mir gegeben hat. Er hat es mir nämlich in so einem kleinen Papierbriefchen gegeben, das war das Pep verpackt. Weil sonst hat er es mir manchmal auch in so Zellophan vom Zigarettenpapier oder so eingewickelt und zugeschweißt gegeben. Oder ja, ich glaube sogar, es war als Blompen verpackt irgendwie mal. Und ich dachte es mir da noch irgendwie, so ja, ist eigentlich nicht so optimal. Jetzt so ein Briefchen, das kannst du nicht so leicht wegschmeißen oder kannst nicht im Mund transportieren und runterschlucken. Dann war es halt tatsächlich so, dann sind wir wieder zurückgefahren. Das waren 1 Gramm Speed, sollte das sein. Später hat sich dann herausgestellt 0,52 Gramm, aber das war dann vielleicht das reine Amphetamin laut Kriminallabor. Und ja, dann sind wir eben zurückgefahren und wir sind dann noch kurz bei meinem Kollegen eben vorm Haus da gestanden und noch kurz geratscht. Und also wir sind da echt nur 2, 3 Minuten oder so gestanden. Und dann fährt auf einmal so ein VW Polo rein neben uns. Und ich dachte schon, ich hatte schon die ganze Zeit irgendwie ein komisches Gefühl, eben wie gesagt. Und dann fahren die da rein und ich habe sofort gewusst, Bullen, das erkennst du ja auch, Zivilbullen. Wenn die dann schon so blöd da aus dem Fenster schauen und so, dann weißt du sofort, ja, das sind Bullen, die haben überhaupt nichts sagen müssen. Die sind da reingefahren, ausgestiegen. Auch zwei jüngere, so um die 30, ein Mann und eine Frau. Und dann sind sie eben ausgestiegen. Also die sind so reingefahren, wir waren da gestanden, die sind so reingefahren und der Mann auf der Fahrerseite ist ausgestiegen, der war näher an uns, auf der anderen Seite die Frau. Und ich bin dann, ich habe es halt sofort gecheckt, Bullen, und bin so halb auf dem Rad, war ich halt drauf, also mit einem Fuß unten. Und habe halt dann noch probiert zu flüchten, aber das kannst du natürlich vergessen, bis du da mit dem Radl Fahrt aufnimmst, und der war vielleicht 3 Meter oder so entfernt von mir und ist mir dann gleich hinterher. Ich bin nur ein paar Meter gekommen auf der Straße, irgendwie so auf meinem Rad, hat mich dann runtergerissen. Dann, ja, habe ich aber noch probiert, das Briefchen so, also wie ich gesehen habe, Bullen, habe ich noch probiert, wie ich gerade so am Flüchten war, irgendwie in den Mund zu tun. Und die Frau hat irgendwie noch gesagt, ja, er will es schlucken und so. Und der Typ mir gleich hinterher, hat mich so runtergerissen vom Radl. Und dann habe ich was sehr Dummes gemacht. Also erst habe ich was Gutes gemacht, und zwar ich habe das Briefchen so ausgespuckt auf die Straße halt. Und das hat er aber nicht gesehen, das haben die beide nicht gesehen. Und er dachte halt, ich will sie irgendwie schlucken, oder es ist eine Blombe, oder ich will es schlucken. Und hat mir dann so auf den Kiefer gedrückt, dass ich halt
irgendwie ausspuck und nicht schlucken kann. Ja, ich habe dann leider, was halt sehr dumm war, gesagt, ja, ich habe es doch schon längst ausgespuckt, weil er halt so penetrant war und mir das so auf den Mundraum gedrückt hat. Und ich habe gesagt, ja, da liegt es doch, ich habe es doch schon ausgespuckt. Ich habe auch gedacht, ja, die würden es eh sehen, aber vielleicht hätten sie es nicht gesehen, so ein kleines Briefchen auf dem Asphalt. Hätten sie vielleicht nicht bemerkt und hätten sie gedacht, ich hätte geschluckt, dann wäre es vielleicht alles ein bisschen anders gelaufen. Sie haben es halt dann gehabt und ja, wir sind dann gleich weiter. Mein Kumpel ist dann einfach reingegangen. Es war auch, glaube ich, der Grund, warum sie uns aufgehalten haben oder warum sie uns da eben rangefahren sind an uns. Weil ich war zwar schon auch bekannt bei der Polizei in unserem Ort, aber also die kannte ich jetzt nicht persönlich. Und der Kollege aber, der war eben noch bekannter und ja, deswegen haben sie uns da wahrscheinlich kontrolliert, weil der halt eben auch ein stadtbekannter Giftler ist. Und ja, er ist dann rein. Ich habe ihn natürlich nicht hingehängt, ich bin ja kein 31er, also wegen so einer Menge sowieso nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwen hingehängt. Ich habe halt dann immer, doch immer irgendwelche Stories dann erfunden, dass ich halt wenigstens kooperativ bin, weil das vor Gericht vielleicht dann doch noch ein bisschen strafmildernd sich auswirkt, wenn man noch was erzählt. Und auch wenn es halt null hilfreich ist, habe ich halt immer irgendwelche Stories erzählt. Habe ich ja in einem anderen Video auch schon von meiner ersten Hausdurchsuchung von irgendwelchen Leuten, Name unbekannt und dann irgendwelche 0815 Leute beschrieben. Und ja, so war es dann da auch. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, was ich da gesagt habe. Und wir sind dann. Dann bin ich eben mit denen mitgefahren und dann habe ich die zweite dumme Entscheidung gemacht. Und zwar haben sie dann gemeint, ja, also du kannst es dir jetzt aussuchen, entweder wir fahren erst aufs Präsidium, reden kurz mit dem Staatsanwaltschaft und fahren dann zu dir nach Hause und stellen das Haus komplett auf den Kopf, oder wir fahren jetzt kurz zu dir nach Hause und machen kurz eine kleine Zimmerdurchsuchung. Das ist halt so, sind halt die Bullen, die probieren das halt auch immer alles runterzuspielen. Und ja, die sind schon auch teilweise sehr schlitzohrig drauf, muss man sagen. Gut, ich weiß nicht, wie es läuft. Wahrscheinlich hätten sie vom Staatsanwalt auch das Okay gegeben. Ich hatte mal eine ähnliche Situation. Da war ich auch bei den Bullen und da haben sie auch gemeint, ja, komm, lass uns halt eine Zimmerdurchsuchung machen. Aber wir können auch einen Staatsanwalt anrufen und dann haben sie den. Aber ich habe es nicht persönlich gehört. Also kann auch sein, dass sie mich da verarscht haben. Dann haben sie gemeint, ja, okay. Die Staatsanwältin hat jetzt das Okay gegeben, wir machen jetzt eine Zimmerdurchsuchung bei dir. Ich hatte nichts Schriftliches, ich habe nicht gehört, wie die mit der telefoniert haben. Also kann auch gut sein, dass sie mich da auch verarscht hatten. Aber ja, auf jeden Fall sind wir halt dann gleich, habe ich halt dann gesagt, ja, passt schon, dann sind wir gleich zu mir gefahren, weil nicht weit weg. Und ich habe damals in so einer Art Zweck-WG gewohnt, in so einer Zweck-WG, das war wie so eine Mischung aus eigenem Apartment. Da wir haben uns halt das Bad geteilt. Das waren 7 Zimmer und ja, ab und zu mit manchen hat man mehr Kontakt gehabt, mit manchen weniger. Da habe ich halt gewohnt und dann haben sie da eben mein Zimmer gleich durchsucht. Und ja, haben sie dann schon gründlich gemacht, die zwei. Haben auch alles Mögliche gefunden, irgendwelche Kleinigkeiten, was weiß ich, eine Purpfeife, eine Haschpfeife, eine Waage, Digitalwaage, ja, halt alles mögliche Zeug, so, wie sagt man da, Proben, Utensilien, Paraphernalia, sagt man auf Englisch, also solche Sachen halt. Ein Springmesser haben sie noch gefunden, das auch verboten war, mit so einer langen Klinge, aber das hatte ich irgendwie schon seit ich 8 war oder so. Und braucht man aber anscheinend auch einen kleinen Waffenschein dafür. Das haben sie dann auch mitgenommen, aber deswegen habe ich dann keinen Ärger bekommen oder so. Das ist jetzt nirgends drin gestanden in der Anklageschrift. Und tja, ich habe dann eigentlich gehofft, dass sie da, also ich bin da ganz cool geblieben und die fragen dann natürlich auch die ganze Zeit bei der Zimmerdurchsuchung, ja, du kannst das jetzt, sag's uns gleich, ob du was hast, weil wir finden es ja sowieso und so ein Gequatsche da. Ich habe halt gesagt, nee, ich habe nichts, nur diese Kleinigkeiten da halt, Waage und sowas. Und ich habe halt wirklich gehofft, dass sie die, wie viel waren das? Hier steht's drin. 89,1 Gramm
Psilocybin-Pilze, ja, 89,1 Gramm waren es, aber getrocknet, hatte ich im Gefrierschrank. Und zwar habe ich die wo ich mir mal eine Growbox gekauft habe, habe ich die halt selber gegrowt, und ich habe da auch nicht damit gerechnet, dass es so viel, 89 Gramm getrocknet ist schon sehr viel, und das war, am Anfang war es noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, ich habe die ein halbes Jahr davor oder so, habe ich die geerntet praktisch, und habe dann auch schon kleinere Low-Dose-Trips gemacht und auch was verschenkt und so. Und ich war halt wirklich da auch ein bisschen überwältigt, dass das so viel war. Also 89 Gramm Schwammerl, das hätte mir wahrscheinlich bis heute gereicht. Also da hätte ich wahrscheinlich heute noch welche im Gefrierschrank davon, weil man das ja jetzt halt nicht so oft nimmt, oder ich zumindest nicht. Und gut, dann verschenkt man vielleicht ein bisschen was. Aber ich war da selber auch überwältigt, dass da so ein guter Ertrag rauskam aus der Growbox. Es waren irgendwie drei Ernten sind da gekommen, drei Flushs, und 89 Gramm getrocknet. Das ist eben, also getrocknet wegen Pilze, nur 10% haben die nur von dem Gewicht, wie sie eigentlich frisch haben. Also kann man sich vorstellen, was das dann für eine Menge frisch war. Also irgendwie 900 Gramm oder so. Ich habe es dann nicht abgewogen frisch, aber war halt eine ganze Menge. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich das in so einem Mixer, in so einem Küchengerät halt klein gemacht habe, also pulverisiert habe die Pilze, weil das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil ich dachte, dann kann man es schöner lagern, es braucht weniger Platz, man kann es in so eine hohe Tupperbox, habe ich es dann reingetan, und eben in den Gefrierschrank habe ich es so reinbekommen. Erstens, das ist, außerdem ist es nicht so offensichtlich, dass es Pilze sind, können auch irgendwelche Kräuter sein, habe ich dann auch gesagt zuerst. Dann ist es vielleicht auch besser zu dosieren, weil bei Pilze sagt man, ist die Wirkstoff-Psilocybin-Konzentration immer teilweise sehr ungleich verteilt. Und deswegen dachte ich halt, mache ich es so, dann kann man es besser abwägen. Der Wirkstoff vielleicht ist besser, ist halt gleichmäßiger. Man kann auch mal so Kapseln machen oder so. Man kann es in Kapseln füllen und die dann irgendwo mitnehmen auf ein Festival oder was auch immer. Ja, und es ist halt schöner zu lagern da. Und so hatte ich es halt da in meinem Gefrierschrank, und ich habe gehofft, dass sie eigentlich einen Gefrierschrank irgendwie nicht durchsuchen. Dachte ich irgendwie, ja, Kühlschrank und Gefrierschrank werden sie nicht durchsuchen. Dann haben sie ihn aber durchsucht. Das war dann die Frau, glaube ich, von den beiden, die hat dann das gefunden im Gefrierschrank, hat dann die Tupperbox aufgemacht und haben sie auch so gefragt, ja, was ist das? Und ich so, ja, das sind irgendwelche Gewürze und so. Und das haben sie dann natürlich auch gecheckt, dass das nicht ganz koscher ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann, ich glaube, ich habe es dann auch zugegeben, ja, das haben sie dann mitgenommen, und dann habe ich es auch zugegeben, ja, das sind halt Pilze. Aber man hat es eben, das war eben so ein braunes Pulver eigentlich, also ja, aber auch mit teilweise noch ein bisschen größeren Stücken drin. Ja, gut, war schon ziemlich offensichtlich, dass so ein Typ wie ich da nicht irgendwie, was weiß ich, 100 Gramm Kurkuma oder so im Gefrierschrank hat, sondern dass das irgendwas anderes, was Verdächtiges ist. Ja, und dann sind wir eben mitgefahren aufs Polizeipräsidium. Bin ich mitgefahren mit denen aufs Präsidium. Und dann war ich da eben, bin ich dann in ein anderes Büro gekommen, wo zwei so ältere Drogenbullen waren, die halt schon erfahrener waren und so, auch der eine ein ganz Bekannter hier in unserem Ort. Da habe ich halt dann die Aussage gemacht, das steht auch hier drin, ich kann es mal vorlesen. Also das ist jetzt der Strafbefehl: Die Staatsanwaltschaft legt Ihnen folgenden Sachverhalt zur Last. Am 9.05.2011 gegen circa 20 Uhr war das. Ich hätte gedacht, das wäre früher gewesen, weil da war es eigentlich noch ziemlich hell. Kauften und übernahmen sie von einer unbekannten männlichen Person im Stadtgebiet Rosencrime 0,52 Gramm einer Amphetaminzubereitung für 20 Euro. Also es hätte eigentlich ein Gramm sein sollen. Ich habe ein Gramm gekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob 0,52 Gramm, ob das dann das reine Amphetamin kann sein, dass die dann im Labor, weil die brauchen ja irgendwas, um Drogen zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob das dann immer auf den reinen Stoff umgerechnet wird und der dann eben hergenommen wird, weil du kannst ja auch irgendwie, was weiß ich, 2 Gramm Koks haben, wo nur 5% Koks ist und der Rest irgendein Backpulverdreck, oder du hast halt 2 Gramm reines, das macht ja auch einen Unterschied, auch wenn du es dann streckst oder so. Also auf jeden Fall waren das dann wohl
0,52 Gramm reines Amphetamin für 20 Euro. Bei dem erworbenen Amphetamin handelt es sich zumindest um eine Konsumeinheit. Zweitens, zu einem nicht mehr näher feststellbaren Zeitpunkt, circa 3 Monate vor dem 9.05.2011, kauften sie von ihrer Wohnanschrift aus unter nicht mehr näher nachvollziehbaren Umständen über das Internet zumindest 89,1 Gramm von Psilocybin-Pilzen zum Preis von 40 Euro. Genau, das habe ich dann nämlich noch gesagt. Die Pilze haben einen Psilocybin-Anteil von 0,75%. Okay. Die Betäubungsmittel konnten im Rahmen der am 9.05.2011 durchgeführten Wohnungsnachschau bei Ihnen sichergestellt werden. Über eine Genehmigung zum Umgang mit Betäubungsmitteln verfügten Sie, wie Sie wussten, zu keinem Zeitpunkt. Daher werden Sie beschuldigt, durch 2 selbstständige Handlungen jeweils vorsätzlich unerlaubt Betäubungsmittel erworben zu haben. Also, das mit dem im Internet für 40 Euro erworben, das war so, weil ich habe dann eben mit diesem Elterndrogenkopf geredet und der war eigentlich cool drauf. Das ist meistens so, dass ältere Bullen irgendwie, erfahrenere Ältere, dass die schon irgendwie cooler drauf sind und netter sind als Jüngere, die irgendwie gerade aus ihrer Police Academy rauskommen und denken, sie wären jetzt wunderbar. Und da war es eben auch so, dass ich habe es ja, wie gesagt, über eine Growbox bestellt und das habe ich dann schon gecheckt, dass ich das nicht sage, dass ich es jetzt selber angebaut habe, weil dann kommt ja vielleicht noch irgendwie, dass einem zur Last gelegt wird, dass man Drogen irgendwie verarbeitet hat oder hergestellt oder keine Ahnung, wie sich das dann genau nennt im Juristendeutsch, wie die Anklage dann heißt. Aber das habe ich schon gepeilt, dass ich nicht sage, ich habe die Pilze selber angebaut und getrocknet und verarbeitet und so weiter. Und ich habe dann gesagt, weil zu der Zeit wusste ich, oder früher war das irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob das da noch möglich war, aber da gab es so Duftkissen, konnte man sich im Internet bestellen. Ich glaube, die waren aus der Schweiz irgendwie und habe ich nie gemacht, aber mir ist dann das irgendwie eingefallen und dann habe ich halt so gesagt, ja, ich habe da so Duftkissen bestellt und eben weil das dann auch so viel war, 89 Gramm. Und dann habe ich halt so eine Story irgendwie erfunden. Dann habe ich halt gesagt, dass ich die aus der Schweiz habe. Und dann hat der Drogenbulle aber gemeint, ja gut, dass die aus der Schweiz bestellt hast, das lassen wir jetzt lieber mal weg, weil dann heißt es noch Einfuhr von Betäubungsmitteln. Und ja, das war schon ziemlich korrekt von ihm, weil da habe ich auch nicht dran gedacht, dass das dann, wenn du aus einem anderen Land Drogen bestellst, das ist dann natürlich auch noch Einfuhr. Und Einfuhr ist dann natürlich nochmal ein bisschen schwerwiegender in der Anklage. Genau, und dann habe ich halt gemeint, ich habe das irgendwie für 40 Euro, habe ich da so ein Duftkissen bestellt. Und da war halt dann so viel Zeug drin und das hatte ich halt dann drin. Und das haben sie mir dann auch wohl abgenommen. Das Problem ist jetzt, ich habe ein halbes Jahr oder so gewartet, bis dann die Verhandlung war. Und in dem halben Jahr habe ich echt ganz schön geschwitzt, muss ich sagen. Also ich war mir da eigentlich ziemlich sicher, dass ich deswegen in den Knast komme, mal für ein paar Monate. Wäre ich auch gekommen, wenn ich die Geldstrafe nicht zahlen konnte. Ich habe dann im Endeffekt 180 Tagessätze bekommen. Das ist wohl so kurz vor Freiheitsstrafe. Das ist wohl so das Höchste, was du noch als Geldstrafe zahlen kannst, soweit ich weiß. 180 Tagessätze, wenn du das dann nicht zahlen kannst, dann kommst du eben 180 Tage, also ein halbes Jahr in den Knast. Ich war zum Glück davor und danach nie im Gefängnis. Das war auch schon ziemlich das schwerwiegendste Vergehen, was ich so hatte mit Polizei und Justiz. Also ich hatte noch ein paar andere Sachen in der ähnlichen Größenordnung, aber 180 Tagessätze, das war, glaube ich, das Schlimmste. Und zwar einmal 60 Tagessätze. Für das Speed habe ich bekommen, für ein halbes Gramm Speed und 120 Tagessätze für 89 Gramm getrocknete Pilze. Also ich hätte da, wie gesagt, mit mehr gerechnet. Ich hätte eigentlich für das Speed mit weniger gerechnet, aber wegen den Pilzen hätte ich mit einer viel, viel schlimmeren Strafe gerechnet. Also dass ich eben ja schon in den Knast komme oder so. Ich hatte dann auch Glück, weil ich zu dem Zeitpunkt noch Schüler war. Es war eben am 9.05.2011, das war ja irgendwie kurz vor oder kurz nach meinem Fachabitur, weil ich bin von 2010 bis 2011 war ich
habe ich eben mein Fachabitur gemacht. Was auch ein bisschen krank ist eigentlich, das war so, ja, mitunter meine heftigste Drogenzeit in der Zeit, wo ich mein Fachabitur gemacht habe. Gut, das war jetzt auch nicht besonders gut. Ein Schnitt von 3,3 oder so hatte ich da. Also gerade noch so geschafft. Aber irgendwie habe ich, ja, das war eine ziemlich heftige Zeit, was Drogen anging bei mir. Ja, das war so 2011. Und genau, da war ich eben Schüler. Und da war ich eben gerade Schüler. Und dadurch habe ich dann nur einen Tagessatz in Höhe von 15 Euro bekommen. Ich glaube, 10 Euro ist das Niedrigste, was es gibt für Tagessätze für Langzeitarbeitslose oder so vielleicht. Ich war Schüler, mir haben sie halt 15 Euro gegeben. Somit ist es dann noch relativ niedrig ausgefallen, die gesamte Geldstrafe. Also 2000, der Tagessatz wird auf 15 Euro festgesetzt. Die Gesamtgeldstrafe beträgt somit insgesamt 2250 Euro. Ich weiß dann aber, ich habe dann mit Gerichtskosten waren es dann schon so an die knapp 3000 Euro. Ich kann mal schauen, ob ich die Überweisung oder die Zahlungsanforderung noch irgendwo finde. Ich habe die ganze Korrespondenz, die ich so mit Justiz hatte, die habe ich alle aufgehoben in so einem Ordner. Vielleicht liegt es dann auch irgendwo drin. Also im Endeffekt habe ich dann mit Gerichtskosten und allem drum und dran knapp 3000 Euro bezahlt, was natürlich auch ein Haufen Geld ist, der 3000 Euro. Da könnte ich irgendwie ein halbes Jahr verreisen für das Geld da. Aber naja, das war eben meine höchste Strafe dann. War auch seitdem war ich dann auch vorbestraft. Also ich hatte eben noch ein, zwei andere Sachen in der Größenordnung, aber das waren immer weniger als 180 Tagessätze. Ich glaube, man ist nach ab 90 Tagessätze ist man vorbestraft, soweit ich weiß. Ja, genau, ich war dann noch den Gerichtstermin, der war ein halbes Jahr später. Ich war dann, wie gesagt, in der Zeit war ich so durch und ich habe da irgendwie dann noch vorgeglüht, auch mit GBL, Liquid Ecstasy habe ich da auch immer wieder genommen und ja, Opiate sowieso, Subutex mindestens und auch immer mal wieder Heroin und alles, was ich so irgendwie in die Finger bekommen habe, Benzos und ich habe dann an dem Tag auch irgendwie mit GBL vorgeglüht und Benzos zum Gerichtstermin, den ich dann hatte. Es ist dann aber gar nicht so weit gekommen, da ich im Gerichtssaal drin war, weil ich habe es dann irgendwie noch verplant. Da war irgendwie um 13 Uhr wär die Verhandlung angesetzt geworden. Und ich hatte irgendwie die ganze Zeit 14 Uhr im Kopf. Und ich bin dann eben eine Stunde zu spät gekommen zu meiner Verhandlung, wo es um doch eine meines Erachtens größere Sache ging. Und ich weiß dann noch, und das war aber halt in so einem Amtsgericht, da ist dann im Stundentakt irgendwie sind dann da Verhandlungen. Und ja, und die haben das dann wohl ohne mich gemacht. Und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie noch auf dem Gang, habe ich dann noch den Richter gesehen, da in seiner Richterrobe, auch ein relativ junger Kerl, vielleicht so Mitte 30. Und habe den noch, ich halt total dicht auf Liquid Ecstasy und Alprazolam, was ich da genommen hatte, was man auch übrigens nicht mischen sollte, weil es beides im GABA-System wirkt. Aber ich hatte damals so eine hohe Toleranz gegenüber so GABA-Substanzen, also war das egal. Und ich habe den dann noch und Opiate hatte ich natürlich auch noch im Blut. Und ich habe den dann eben noch so da auf dem Gang gesehen und habe den dann noch irgendwie so da angesprochen. Ja, tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin und so. Und dann hat er gemeint, ja, sie haben jetzt so und so viel gekriegt, 180 Tagessätze. Und ich weiß nicht, ich habe dann noch irgendwie auf dem Gang ein bisschen probiert mit ihm zu verhandeln, obwohl ich eigentlich mit Schlimmerem gerechnet habe. Aber der ist natürlich auch ein Richter, hat es natürlich immer eilig, der ist dann gerade so die Treppen hochgegangen und ich irgendwie auch so, ja, ich weiß nicht mehr genau, was wir da geredet haben. Und der hat dann aber noch gemeint, so, ja, aber das ist eine ganz übliche Strafe dafür und so. Also ich habe jetzt, glaube ich, auch keine schwerwiegendere Strafe bekommen, weil ich nicht zur Verhandlung aufgetaucht bin. Oder gut, vielleicht, wenn ich da aufgetaucht wäre und einen guten Eindruck gemacht hätte, dann weiß ich nicht, vielleicht hätte ich mich noch ein bisschen rausreden können, sodass ich sagen hätte können, ja, ich bin ja sozial gut eingebunden, ich habe gerade mein Fachabitur gemacht und bla bla bla. Aber naja, wie gesagt, im Endeffekt
bin ich natürlich, um das Geld ist es brutalst schade, ja. Ein Haufen Geld, 3000 Euro. Aber ich musste keinen einzigen Tag ins Gefängnis, worüber ich sehr froh bin. Da zahle ich lieber eine noch so hohe Geldstrafe, als dass ich ins Gefängnis gehe. Also ich glaube, länger als ein paar Wochen will ich das da nicht aushalten. Also da hätte ich mal überhaupt keinen Nerv dafür, ehrlich gesagt. Und das andere ist halt, dass ich eben seitdem vorbestraft bin. Ich weiß gar nicht, ich könnte eigentlich mal wieder so ein Führungszeugnis beantragen, wäre mal interessant. Das ist jetzt schon ja, eben über 10 Jahre her. Ob das dann mal rausgelöscht wird oder so, naja, keine Ahnung. Aber ich brauche das Führungszeugnis nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe seitdem nicht gebraucht. Also die Vorstrafe hat mir nie irgendwie was verbaut. Auch ich konnte damit eben sogar nach USA reisen. Bin da 1,5 Jahre drüben geblieben. Und so gesehen hatte ich jetzt durch die Vorstrafe auch keine Nachteile. Gut, Führerschein war nochmal anderes Thema, aber der wurde mir eigentlich woanders bei was anderem weggenommen. Das war aber auch so zu der Zeit. Das kommt dann vielleicht im nächsten Video dran. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Fuck the cops. Bye bye.